Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Also ich habe jetzt die neue Welt geladen, also die neue Oberwelt. Bin dann eine Zeit lang herumgeflogen, um zu finden, wo ich bauen will. Also ich bin hier gestartet, da war der Spawnpunkt. Bin als erstes hier oben irgendwie rumgeflogen, was da ist nichts gewesen. Vor allem dann irgendwann bloß noch mehr. Dann bin ich hier unten rum. Irgendwann bin ich hier gelandet. Hab dann hier eigentlich den ganzen Bereich erkundet. Und von allem, was ich jetzt gesehen habe, ist hier somit der schönste Bereich. Also eigentlich der schönste Bereich zum Bauen, was ich jetzt gefunden habe. Abgesehen von dem einen Loch und da hinten die paar Felsen und Seen und hier das Ding. Passt eigentlich das am besten zum Bauen, was ich bauen möchte. Ja, hat jetzt ungefähr, naja, 1,5 Stunden gedauert, bis ich das gefunden hatte. Gut. Dann bauen wir mal das Portal auf. Damit wir wieder in die Farmwelt kommen. Ich glaube, ich habe am Ding keinen Tesserakt dran. Ja. Da ist kein Tesserakt am. Wie heißt's am Big-Reaktor? Ah, zum Glück. Ja, es funktioniert wirklich. Dass die Mechanissen-Sachen oben, sieht man es ja, 2 Mega-RF sind gespeichert. Das ist echt Glück. Dann holen wir uns hier gleich mal was und bringen auch einen Tesserakt an. Tesserakt hier. Dahin. Wir senden Energy. Wieso ist der schon online normal? Ah, ich glaube, ich habe kein Ding mehr da. Anchor. Deshalb ist der ausgegangen. Obwohl, da hinten ist eigentlich einer. Der hätte laufen sollen. Seltsam. Ding ist ja auch drin. Helurium. Ja. Vielleicht hat sie es zurückgesetzt, als ich die neue Welt geladen habe. Na gut. Also werden wir dann hier bauen. Holen wir uns mal eine Axt und vielleicht, füllen die Bäume im Umkreis. Die Osmium Lambax, ja. Die ist nicht schlecht hierfür. Dann fangen wir mal an und füllen die Bäume einen nach dem anderen. Jetzt habe ich eine bessere Idee, was wir noch machen können. Weil Bäume fällen alleine ist etwas langweilig für eine Folge. Ich wollte ja. Wie heißt der? Mark. Ja, den Elektromagneten wollte ich ja bauen. Electrical Steel dürften wir haben. Ja. Also da brauchen wir 2 Electrical Steel. Dafür brauchen wir Eisen und Redstone und einen, wie heißt der, Induction, haben wir den da? Induction Smelter. Ja, Eisen ist ja im Ding drin, in der Deep Storage Unit, bloß in welcher? Klasse. Also die jetzt alle hier aufstellen, um nachzuschauen. Boah.
Ich wette ja drauf, es wird das letzte sein, wo ich anschaue. Weil das doch immer so ist. Ah, noch nicht einmal. Okay. Und Viper und Crystal. Haben wir sogar noch. Zwei sogar. Mehr als wir benötigen. Ja, da haben wir sogar zwei zum Glück. Dann geht es jetzt genau auf. Können wir den irgendwo reinsetzen zum Laden? Mist. Hier geht es normalerweise auch nicht, oder? Doch. Geht sogar recht schnell. Okay. Dann haben wir jetzt halt einen Magneten und fangen wir an. Wenn wir jetzt halt damit Bäume fällen, dann fliegt alles zu uns gleich her. Dann tun wir uns da um einiges leichter. Dann sollte das halt schneller gehen. Machen wir den noch weg. Der wird uns ja hoffentlich nicht angreifen, oder? Satyr. Na, momentan nicht. Machen wir das auch noch weg. Das Zeug und das hier. Ja, ich glaube, das reicht erstmal vom Platz. Vielleicht auch nicht. Aber es reicht für diese Folge. Alles wieder weg, was wir nicht brauchen. Eigentlich können wir alles wegschmeißen, reintun. Okay. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.